Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Serie auf PetPlayz mit mir, JY. Und in dieser wahrscheinlich sehr kurzen Serie geht es darum, zu erklären, was ein Flugzeugträger macht oder wie ein Flugzeugträger funktioniert. Erstmal zum Flugzeugträger im Spiel. Es gibt im Moment zwei erspielbare Reihen, nämlich die amerikanischen Flugzeugträger und die japanischen Flugzeugträger. Und es ist noch ein deutscher Flugzeugträger, allerdings ein Premium-Modell, geplant. Diese Flugzeugträger arbeiten ganz anders als alle Schiffe, die es bis jetzt im Spiel gibt. Sie arbeiten nämlich mit Flugzeugen, also externen Waffen und nicht mit ihr am Schiff selbst angebrachten Waffen. Das bedeutet, man steuert nicht das Schiff selbst, sondern die Flugzeuge, die auf ihm sind. Was wiederum weiter bedeutet, ich sag relativ häufig bedeutet, dass man das Schiff nicht wirklich beachten muss, weil man nur Leben verliert, wenn man wirklich aufgedeckt wird durch einen Zerstörer, der einen jagt. Und das Einzige, was man verlieren kann, sind Flugzeuge, die dann aber auch ersetzt werden können. Zum Beispiel hat man hier bei der Ryujo eine Hangarkapazität von 48 Flugzeugen, die man noch weiter mitnehmen kann. Das bedeutet, für jede Staffel mindestens einmal ersetzen. Das bedeutet, hier die Jägerstaffel kann man einmal ersetzen, jedenfalls mit dem Kapitänskill, den ich drauf habe. Die beiden Torpedobomberstaffeln kann man jeweils anderthalb Mal ersetzen. Und die Sturzkampfbomber-Staffeln, auch mit diesem Kapitänskill, kann man jeweils einmal und dann nochmal zwei ersetzen. Hier sehen wir es auch. Hier sind... Kann man es da sehen? Nee, ich dachte, diese Zahl darunter seien hier die Anzahl der Flugzeuge. Allerdings sind das die Aktivierungstasten. In diesem Video geht es erstmal um die Grundlagen oder Basics, die man bei einem Flugzeugträger beachten soll. Nämlich, man kämpft mit Flugzeugen. Habe ich eben schon gesagt. Man hat Jäger, Torpedobomber und Sturzkampfbomber. Jeder hat eine andere Art anzugreifen. Sturzkampfbomber und Torpedobomber sind gegen Schiffe gedacht und Jäger gegen andere Flugzeuge. Das werde ich euch später noch in einem Trainingsraum, den man per Mods in World of Warships aktivieren kann, mit Video zeigen, aber jetzt geht es erstmal weiter. Wie wir sehen, Artillerie besitzen Flugzeugträger fast gar nicht. Meistens nur kleine Sekundärbatterien, die einen auf einer Reichweite von vielleicht 4 Kilometern vor gegnerischen Schiffen beschützen. Flugabwehr haben sie auch nicht, haben sie auch normal bzw. Durchschnitt. Also nicht die beste, aber auch nicht die schlechteste. Und ab Tier 8 dann auch noch das Verbrauchsmaterial, defensives Flakfeuer, damit man nicht direkt am Anfang von den gegnerischen Träger rausgesniped wird. Und so auch eine kleine Verteidigung gegen Flugzeuge hat. Aber ein weiterer Reiter, den es in nochmal anderen Schiffsklassen, wie zum Beispiel den Kreuzern oder den Schlachtschiffen nicht gibt, ist der Reiter Flugzeuge. Hier hat man die Einsicht darüber, wie viele Staffeln man befehligt, wie viele Flugzeuge in einer Staffel sind, wie viele Flugzeuge noch im Hangar gelagert werden können und wie viele Staffeln die jeweilige Flugzeugart besitzt. In dem Fall hier eine Staffel Jäger, zwei Staffeln Torpedobomber und zwei Staffeln Sturzkampfbomber. Diese Flugzeuge sind nicht einfach nur irgendwelche Flugzeuge, die dann random gespawnt werden und einfach für Zufallsprinzip kaputt gehen und sowas, sondern sie haben eigene Trefferpunkte und auch Munition, die man bei den Jägern nachfüllen muss. Hier zum Beispiel die A6N2, die Tier 6 Jäger der Japaner auf der Ryujo, hat einen Treffer 1525 Trefferpunkte, eine Beladung von 90, was bedeutet, dass man 90 Magazine mitnehmen kann. Das reicht für ungefähr ungefähr 5 Angriffsflüge oder ein paar mehr normale Flugzeuge abgeschossen. Und dann noch ein mittlerer Schaden, der sich je nach dem Tier entweder erhöht oder niedriger wird, je nachdem, in welche Richtung man bei den Tiers geht. Hier sieht man auch, die Ursprungsjäger sind Tier 5 Jäger. Sie haben eine langsame Geschwindigkeit, weniger Trefferpunkte, aber dafür eine größere Beladung und haben auch weniger Schaden. Soweit mit den Jägern. Die Torpedobomber haben andere Werte, die angezeigt werden, nämlich hier der Torpedo, der benutzt wird, der Typ 91 ist das hier, mit einem Maximalschaden von, wird hier gar nicht angezeigt, aber doch, 8500, ich war blind. Dann noch die Geschwindigkeit des Flugzeugtorpedos, 40 Knoten. Flugzeugtorpedos sind sehr langsam, aber sie brauchen auch nicht schnell sein, weil man sie sowieso auf nahe Reichweite abwirft. Und die Reisegeschwindigkeit ist etwas langsamer als bei Jägern, um
Und dann seien die langsamste aller Flugzeuge, nämlich 129 Knoten bei 1200 Trefferpunkten, was ein bisschen mehr ist, nee, sogar ein bisschen weniger als bei den Jägern ist. Dann gibt es noch als dritte Variante der Flugzeuge die Sturzkampfbomber. Sie haben kein Torpedo dabei, sondern eine Bombe, die zwar weniger Schaden macht, aber treffsicherer ist, weil sie von oben auf das Schiff abgeworfen ist, was bedeutet, dass man da nicht so gut ausweichen kann. Die Bombe hat auch einen Namen, nämlich hier Typ 99, aber das ist relativ irrelevant. Und hier sieht man, die Streuung der Bomben sind 134 bis 335 Meter. Und die Trefferpunkte der Sturzkampfbomber sind ähnlich der Torpedobomber und sie haben die gleiche Geschwindigkeit. Ja. Da habe ich Quatsch erzählt. Jedenfalls bei den Japanern Quatsch. Als weiteres hat man bei den Flugzeugträgern noch unterschiedliche Flugzeugdecks zur Auswahl. Einmal hier zum Beispiel bei der Ryujo das Starterdeck, wo man nur eine Staffel Jäger, eine Staffel Torpedobomber und zwei Staffeln Sturzkampfbomber hat. Oder das offensive oder aggressive, defensive Deck, ja, so ist es. Je nachdem, aus welchem Standpunkt man sieht. Gegen Flugzeuge ist es offensiv, aber gegen Schiffe ist es defensiv, weil man hier mit drei Jägerstaffeln den gegnerischen Flugzeugträger gut aufhalten kann. Allerdings hat man dann nur eine Staffel Torpedobomber und eine Staffel Sturzbomber, welche relativ ineffektiv sind. Mein persönlicher Liebling bei der Ryujo oder bei eigentlich allen japanischen Trägern ist das Setup mit ein ausgewogenes Setup mit einem Jägerstaffel, die man als Schutz- und Begleitstaffel haben kann und dann noch von den Bombern und den Torpedobombern jeweils zwei Staffeln. Weitere Sachen gibt es da eigentlich nicht zu sagen und weiteres folgt in einem Gefechtssimulator bzw. Trainingsraum. So, jetzt sind wir hier in simulierten Schlachtbedingungen. Ich spiele gegen eine inaktive Yamato, was bedeutet, sie hat keine Flugabwehr oder andere Bewaffnung, sodass ich hier gut zeigen kann, was das mit den Flugzeugen auf sich hat. Hier hat es einmal die Jäger. Mit Z kann man in die Ansicht wechseln, sodass man die Jäger direkt sieht. Relativ unpraktisch und nur für Replays zu empfehlen, wenn es cool aussehen soll. Und dann hat man hier eben die Torpedobomber. Starten tut man, indem man einfach in irgendeinen Punkt anklickt. Hier hat man sie. Oder die Sturzkampfbomber. So, das Game ist zwar ein bisschen laut, aber das ist jetzt okay. Die Flugzeuge. Flugzeuge sind relativ einfach zu kontrollieren. Man hat die Map hier von oben und klickt dann auf den Punkt, wo sie hinfliegen sollen. Oder eben auf den Punkt auf der Minimap, wo sie hinfliegen sollen. Der Flugzeugträger kann stehen bleiben oder man kann ihn mit dem Autopilot, der hier direkt im Gefecht drin ist, anders als für andere Schiffe, die man nur mit, wo man nur mit M den Autopiloten erreichen kann. Und ich fliege jetzt mal mit meinen Torpedobombern in die Nähe der Yamato. So. Meine Bombe hole ich hinterher. Meine Jäger kommen auch dahin. Die eine Aufgabe der Jäger ist es auch noch, Gegnerschiffe aufzudecken, sodass das Team sie unter Beschuss nehmen kann, ohne dass sie direkt entdeckt wurden. Ich warte mal. Man kann mit dem Flugzeugträger überall hinfahren. Geschwindigkeitskontrolle und so, wie bei normalen Schiffen. Und da ist sie schon. Und für Anfänger ist es relativ gut. Oder es gibt einen automatischen Abwurfmodus. Da ist einfach anklicken und dann warten, dass das Flugzeug angreift. Die Flugzeuge fliegen dann auf die gegnerischen Schiffe zu und versuchen automatisch die Torpedos abzuwerfen. Wenn das Schiff dreht, dreht sich der Kreis auch ein bisschen mit. Aber ich lasse es jetzt mal so, wie wenn es ursprünglich ist. Da dieses Schiff sich auch nicht bewegt. Die Torpedobomber fliegen an. Werfen in einem relativ weiten Winkel ab, in dem man auch gut ausweichen kann. Und da sieht man die Torpedos. Von den Flugzeugen abgeworfen, gehen sie langsam auf die Yamato zu und haben jetzt genau zwei Treffer gemacht. Das gleiche kann man auch mit Bomber machen. Einfach anklicken, einstellen, aber hier folgt der Kreis den Schiffsbewegungen nicht, das muss man dauerhaft nachjustieren. Ich behalte hier mal jeweils die zweite Staffel zurück, damit ich damit auch hier gleich die zweite Angriffsweise zeigen kann.
Und diese ist nämlich manueller Angriff. Mit diesem Angriff kann man überall, wo man auf die Map möchte, einen Fächer hinsetzen. Zum Beispiel von Torpedos. Aber auch von Bombern, die dann an diesem Punkt was abwerfen werden. Das können wir jetzt ja direkt mal austesten. Ich fliege auf die gegnerische Yamato zu. Setze Alt. Der Fächer ist kleiner. Das bedeutet, jeder Torpedo wird treffen. Und man kann auch so nah abwerfen, sodass der Gegner weniger Wahrscheinlichkeit hat. Oder dass der Gegner weniger Möglichkeit hat, zu manövrieren. So, diese Flugzeuge schicke ich jetzt auch wieder zurück. Und da haben wir jetzt schon 3 Treffer. Und dann gibt es das gleiche auch noch bei Stützbombern. Mit denen man per Alt, muss man dafür drücken, rechtsklicken kann. Und dann wird in diesen kleinen Bereich eine Bombe reingeworfen. Da sehen wir, 5 Bombentreffer, viel genauer. Also jede Bombe hat auf dieser Yamato getroffen. Diese verliert jetzt sehr schnell Leben, was bedeutet, dass ich euch jetzt alles mit Schiffsangriff gezeigt habe und dann noch ein Video hinten dran schneide, beziehungsweise Replay, wo ich das mal in Live-Action sehe. Zu den Jägern gibt es auch noch eine erwähnenswerte Sache, aber das zeige ich im nächsten Mal. So, da sind wir jetzt hier schon in dem Replay. Das bedeutet einfach eine Aufzeichnung des Gefechts. Wir sehen hier... So, ich glaube hier fürs Replay mache ich das Game mal ein bisschen leiser. Ich entschuldige mich schon wieder. Aber ich kann in dem Beispiel mal sagen, man sieht hier, dass es ein Gefecht ist, was T7, T6 und T5 beinhaltet. Das heißt, mit meinem Flugzeugträger bin ich mit hier und ich kann dir schon mal zeigen, oder ich mache jetzt mal meine eigene Sicht, was ich auch schon aktiviert habe. Ich entschuldige mich für die kleineren Ruckler. Hier sind jetzt meine Jäger in der Luft. Ich gehe mal in meine eigene Ansicht. So, boah, das leckt gerade ganz schön. Ich entschuldige mich dafür. So. Und, boah, Entschuldigung. Immer nochmal Entschuldigung. Das sieht wie ein richtiges Game aus, aber... Im Moment ist es gerade relativ unspielbar oder unabspielbar. Das heißt so, jetzt habe ich hier freie Sicht aktiviert. Jetzt hat sich es einigermaßen eingependelt. Ich habe zwar jetzt hier sichtbar einen Kurs angegeben, aber das ist ja nur eine Wiederholung. Das bedeutet, es hat keine Einwirkung auf das Gefecht. Ich starte erstmal alle meine Flugzeuge und starte mit meiner Gruppe 2, also meinen Jägern, einen Erkundungsflug hier oben. Boah, ist das überhaupt zu gut? Nee. Sehr wahrscheinlich nicht. So, jetzt. Nein. Da fliege ich erstmal auf die rechte Flanke. So kann ich die Flugzeuge verfolgen. Und da kommt direkt die Meldung, dass es hier einen Wirbelsturm gibt. Das war nämlich das Besondere an diesem Gefecht. Das nicht so besondere. Und hier sieht man meinen Jäger, wie sie hier rüberfliegen. Meine Bomber fliegen jetzt auch hier hin. Ich habe mich dafür entschieden, zuerst den gegnerischen Flugzeugträger rauszusnipen, was mir viel weniger Probleme bringen wird. Und es war am Ende auch die richtige Entscheidung, weil ich so viel besser was für mein Team tun konnte. So. Da kommen meine anderen Flugzeuge. Ich gehe mal auf die Torpedobomber. Da sind sie. So. Fliegen langsam über das Gebiet rüber. Und mit meiner gesamten Luftgruppe fliege ich jetzt Richtung Flugzeugträger. Ich suche den erstmal. Ich habe hier auch mal eine Ansicht, wie das aussieht. Ich finde persönlich, das sieht extrem cool aus, wenn man diese Flugzeuge so in diesem Modus anguckt, wo man keine Namen oder sowas sieht. Da oben sieht man die Bomber fliegen, oben hinten im Hintergrund. Und hier unten hat man die Torpedobomber. So, Z.
Ich entschuldige mich nochmal für die Lags. Steuerung G. Da haben wir die Luftgruppen. Ich überlege zuerst, ob ich den König angreifen soll. Aber ich mache es dann doch nicht. Und da hat sich nämlich, hat uns irgendwie eine Omaha geschafft, sich selbst zu versenken. Ich weiß nicht wie, aber irgendwie schon. So, ich suche derweil weiter den Träger. Jetzt im Nachhinein weiß ich, dass sich der Träger, hier in diesem Areal befindet. Da hinter dieser Insel, wo ich hinzeige. Und da kommen schon meine Flugzeuge. Ich gucke erstmal eine Gruppe 3 an, weil ich mit der zuerst angegriffen hat, um diesen Träger da zuerst fluten zu lassen. Was bedeutet, dass er dann sehr wahrscheinlich reparieren wird, weil es viel Schaden macht. Und im Anschluss habe ich dann mit meinen Bombern angegriffen, nachdem sein Repair auf Cooldown war, sodass ich ihn in Brand setzen kann. Eine Sache bei Flugzeugträgern ist nämlich, bei Feuer an Deck können sie keine Flugzeuge starten. So. Da feuert die Flak des Flugzeugträgers schon schön los, aber relativ schwach. Langstreckenfeuer halt. Und da kommen die gegnerischen Jäger, versuchen meine Flugzeuge anzugreifen mit einem manuellen Angriff. Den gibt es bei Jägern nämlich auch, das was ich eben angesprochen hatte. Aber sie haben es nicht geschafft und da ist der erste Jäger von, oder erste Torpedobombe runter. Da sieht man, ich habe abgeworfen. Entschuldige mich für die Lags. Und da kommen die ersten Treffer und Wassereinbruch. Eine Gruppe 2 währenddessen kämpft gegen die gegnerischen Jäger und hat sie alle abgeschossen. Und jetzt kommen meine Bomber gleich ins Spiel. So, da sieht man sie. Ich lasse sie auf sie zufliegen. Eine Schorsch ist da. Allerdings hat die eine relativ schwache Flak, wie man sieht. Bis jetzt wurde kein einziger weiterer Jäger von meinen abgeschossen. Und die Bomber fliegen jetzt ein. Da sieht man noch gute Anzahl der Flugzeuge, die man am Anfang ersetzen kann. 11 Torpedobomber, 9 Sturzkopfbomber und 5 Jäger. Und da sind meine Sturzkopfbomber. Jetzt kann ich ja schon mal die Kamera hier hindrehen. Gleich werden sie da eindrehen. Und mit manuellem Angriff den Flugzeugträger attackieren. Welcher 2 Brände nach 4 Bombentreffern eingesteckt hat. Er brennt jetzt schön, lichterloh. Schön für mich. Verliert konstant Leben. So. Noch 2000 Leben. 1700. 1400. Und es war's mit dem Flugzeugträger. Da bin ich nochmal kurz von dem König unter Angriff. Aber die haben nicht so starke Flak. Also relativ starke Flak, aber gegen Tier 6 Flugzeuge können sie nicht richtig machen und mit meinen Jägern versuche ich gerade hier noch die restlichen Flugzeuge des Flugzeugträgers abzuschießen, um noch ein bisschen EP zu bekommen. Aber ich ziehe mich jetzt zurück, um wieder zu spotten. Des Weiteren startet jetzt in 45 Sekunden der Orkan, was bedeutet, dass ich dann eigentlich nur auf mich selbst gestellt bin und keine gegnerischen Schiffe sehe. Da fordere ich auch schon Unterstützung des Teams an, um den Cap-Kreis zu beschützen vor gegnerischen Schiffen. Ich spoilere schon mal, die Colorado und die Nicolas, die da hinten rumfahren, werden versuchen, den Cap einzunehmen und noch weitere Schiffe. Von uns sind jetzt schon 3 Schiffe tot, vom Gegner 2, allerdings ist ein Flugzeugträger tot und da waren es 4 Schiffe. Allerdings ist der gegnerische Flugzeugträger tot, was relativ viel bringt. Meine nächste Welle, Angriffswelle mit meinen Torpedobombern. Ich weiß gar nicht mehr, wo die hinging, aber die ging, ich glaube, gegen ein Ziel, was relativ gut war. Da die Jäger kommen auf mich zu. Allerdings hat er zum Glück keinen Angriffsbefehl gegeben. Sie fliegen über mich rüber. Hier, dieses Flugverhalten ist relativ unrealistisch. Aber das ist ja hier noch gut, weil das eine Seekriegsspiel ist, was halt nur einen Teil mit der Luft zu tun hat. Und dieser Teil muss halt nicht komplett gut sein. So, da sind wir durch den Berg durchgeflogen. Wieder runtergestürzt. Sturzkampf-Torpedobomber, kann man sie auch nennen. Und ich kämpfe gerade mit den Jägern gegen die Gegner-Schläger. So.
Aber diese fliegen allerdings nur in der Luft. Dann gucke ich lieber den Torpedobombern bei, die die König gleich angreifen werden. So, man kriegt auch immer schön Meldung, dass sie unter Schuss stehen. Ich habe die jetzt kombiniert direkt nebeneinander fliegen lassen. An dem Flugzeugträger vorbei. Ich kann ja mal aus der Sicht rausgehen. So, da sieht man es. Relativ nah abgeworfen. Da hat man jetzt schon ein riesiges Bündel an Torpedos. Und das bringt mir dann auch die Zerstörung mit 5 Torpedotreffern. 5 von 8, 3 sind übrig geblieben. Das ist ein guter Treffer, würde ich sagen. Und da kommen jetzt meine Sturzkampfbomber. Mit ihnen werde ich gleich die Nikolas aufdecken, wie ich schon gesagt hatte. Da haben wir sie. Und ich entscheide, guck erst, greife ich die Nikolas an? Da habe ich mir erst gedacht, nee, aber dann doch, bin ich eingelenkt. Und mit manuellem Abwurf habe ich dann die Nikolas tatsächlich 2 Bomben getroffen und einmal abgefackelt. Meine nächste Bomberstaffel stand bereit, er hatte gelöscht und dann habe ich direkt mit der zweiten angegriffen. Habe gehofft, dass er in Flammen aufgeht und Boots, ja, es ist passiert. Noch ein Brand und jetzt kriegt er erstmal schön Schaden. Viel weiter Spannendes passiert nicht. Ich decke mit meinen Jägern die gegnerische Nikolas auf, aber da versteckt er sich im Rauch. Das bedeutet, dass ich da nicht mehr weitermachen kann, aber er brennt runter. Ich habe schon 72.000 Schaden in diesem Gefecht gemacht. Relativ gut dafür, dass das Gefecht schon 11 Minuten läuft. Naja, nicht mehr so gut. Aber es ist immer noch so, der Gegner hat immer noch ein Schiff mehr zerstört als wir. Aber es ist nicht mehr viel Abstand wie am Anfang. Nur noch eins und nicht das Doppelte. Beim Gegner leben noch relativ viele Tier 7er Schiffe, aber auch Tier 5er Schiffe. Dieses eine Tier 5 Schiff steht im Nebel. Ich bin mit ganzer nicht mehr mit meinen Jägern drüber. So, dann gehe ich mal wieder in die Sicht, die ich hatte. So. So, da habe ich ein bisschen umgeguckt, aber da sieht man eben nichts. Und da ist die Nikolas. Ich gehe mal wieder aus dem Modus raus. So. Da ist die Nikolas. Ich bin mit meinen Jägern über ihr. Inzwischen habe ich schon einen weiteren Jäger verloren, wahrscheinlich durch die Flagge der Nikolas, welche doch nicht zu unterschätzen ist. Und ich habe jetzt überlegt, schafft die Kongo das gegen die Nikolas oder soll ich da mit den Torpedobombern nachhelfen? Meine Bomber starten des Weiteren die dann auch wieder. Sie kommen an. Meine Gruppe 2 spottet zwar, aber ist halt unter Beschuss und da wird jetzt demnächst auch ein weiteres Flugzeug leider abgeschossen. Allerdings habe ich noch relativ viel Ersatz. Da war es, genau. Allerdings habe ich noch relativ viel Ersatzflugzeug übrig. Und da, die Nikolas erwartet nicht, dass ich sie mit dem manuellen Angriff angreife. Und da ist sie weg. Deleted. Also, ein Zerstörer oder ein gegnerisches Schiff weniger. 2, 4, 6, 2, 4, 5. Inzwischen ist aber auch einer von unseren gestorben, was bedeutet, dass wir jetzt noch ein Schiff weniger haben. Ich glaube, es war die Scharnhorst. Ja, es war die Scharnhorst, die gestorben ist. Und mit der Gruppe 4 greife ich gerade die Fuße an. War gerade komplett weg vom Fenster. Ein bisschen extra Damage kann ich viel machen. Eine Gruppe 5 ist auch noch da. Und die wird von einem Torpedo der Anschaden zerstört. Obwohl ich relativ viele Hits auf ihr hatte und auch die Zerstörung hätte bekommen können. Aber ich habe schon 3. Das ist gut. Und da unten tauchen jetzt die Schorsch und die Miyoko auf. Großes Problem. Gegen eine Kongo hat gegen die nicht wirklich große Chance. Ich versuche mit meinen Jägern da zu spotten, damit ich auch ein bisschen Sicht habe. Allerdings kriege ich das gerade nicht hin. So. Da habe ich die Schorsch aufgedeckt. Inzwischen sind es nur noch 2 Flugzeuge. Und da ist auch noch die Miyoko. Der Vorteil vom Wirbelsturm ist auch, dass die Flugzeuge erst relativ spät sichtbar werden. Und genau zu sein, werden sie dann sichtbar. Hier, 5. Da haben wir gerade defensives Flakfeuer aktiviert. Das bedeutet, großer Kreis des Angriffszirkels. Aber da beide Schiffe relativ schlechte Flak haben, ist das so okay. Ich greife mit meiner dritten Gruppe die Miyoko an.
Und genau in dem Moment, wo hier ich abgeworfen habe, ist das Defensive Flakfeuer aus. Ich warte kurz. Die Miyoko scheint nicht hier das Fluten zu reparieren, was ich relativ gut finde. Wahrscheinlich schüchtern meine Bombe ein. Deswegen gehe ich mit meinen Bombern auch. Oder warte, was mache ich denn überhaupt noch? Ich habe es nicht mehr im Kopf. Ich greife die Miyoko an. Da sehen wir es. Boots und Boots. Und jetzt, ich kriege immer weiter Schaden. Und ich glaube, ich kriege auch den Kill für sie. So. Und noch kurz warten. Da ist sie. Kein weiterer Schaden, leider für mich. Das bedeutet anscheinend, die Bayern zerstört sie, was auch so ist. Aber ich kämpfe da noch ein bisschen gegen das Bordflugzeug. Mit der Unterstützung der Flak der Bayern. So. Meine Flugzeuge starten wieder. Die Gegner wurden relativ dezimiert. Jetzt ist es 4 gegen 4. Eigentlich relativ fair. Allerdings haben wir noch einen Flugzeugträger. Ein großer Vorteil. Und da sehe ich auch, wie die Colorado rauskommt. Aus diesem Kanal da. So, und die, ich spoilere schon mal, werde ich auch zerstören. So. So, da kommt meine Gruppe 4. Ich kann ja mal mitfliegen. So, aber bei diesem Multi-Management mit diesen vielen Staffeln vergisst man halt auch manchmal wieder die Staffeln zu starten. Das heißt, meine Bomberstaffeln sind gerade die ganze Zeit im Hangar. Doch, jetzt habe ich sie gestartet. Allerdings ist das, habe ich das zuerst nicht bemerkt und das bedeutet, dass ich Schaden, den ich hätte machen können, nicht mache. Und da kommen jetzt meine beiden Torpedostaffeln. Es hätte nur eine gebraucht. Aber lieber doppelt. Also Overkill anstatt gar kein Kill. So. Gruppe 4 greift an. Die Colorado zerstört noch unsere Bayern, die da war. Allerdings kann man dieser Wand aus Torpedos nicht ausweichen. Flugzeugträger sind OP und das hat Spaß gemacht. Meine Bomber gehen des Weiteren über die König rüber. Ich bin Killgeil und will die Molotow mit 2000 Leben zerstören. Allerdings schaffe ich das nicht. Es wird bei 4 Kills bleiben. Ich frage nochmal, ob ich da vielleicht jemanden töten darf. Allerdings ist das laut meinen Teammates nicht machbar. Die Anschauen hat da also schon was bisschen Besseres gemacht als ich. Die hat nämlich auch. Die hat zwar nur ein Kill, aber es werden am Ende des Gefechts 3 sein. Ich gehe auf die König. Setze einen Brand. Verliere dafür ein Flugzeug. Und meine andere Staffel wartet jetzt über der König. So. Die Animation der Flugzeuge ist relativ anstrengend und mein Rechner hat gerade ein paar Leistungsprobleme. Das bedeutet, es gibt klar kleine Leck. Der Wirbelsturm ist vorbei. Das bedeutet, jetzt haben wir wieder volle Sicht. Die König wird angegriffen. Wieder nur, leider nur ein Treffer. Allerdings nochmal in Brand gesteckt. Und jetzt können wir nochmal den Flugzeug beim Start zugucken. Torpedobomber in der Luft. Dieses Auffächern ist auch relativ unrealistisch, aber kleinere Fehler kann es ja immer geben. Aber jetzt bin ich killgeil. Ich hätte auf die König gehen sollen oder so. Viel mehr Schadenspotenzial, den ich hätte haben können. Allerdings war es nicht wirklich schlau von mir. Ich fliege also weiter. Ich denke, mit einem Torpedobomber ist das getan. Das war ein schwerer Fehler von mir, also immer daran denken, dem Team nützen und nicht sich selbst nützen. Also den Schaden, den ich hätte an den Königs hätte anbringen können, wäre viel höher gewesen, wenn ich da auch wirklich auf die gegangen wäre. Stattdessen wollte ich einfach den 5. Kill für die Kraken. Aber jeder macht Fehler, das heißt, ich mache auch Fehler und so habe ich jetzt mich entschieden, die Molotow anzugreifen. Ganz schlechte Idee. Defensives Flakfeuer. Und durch das defensive Flakfeuer werden die Torpedos gestreut. Ich entschuldige mich für die Pause, weil ich niesen musste. Und da geht's drauf. Währenddessen habe ich schon mal mit meinen anderen Torpedobombern die
eine Königin angegriffen, die mehr Leben hatte. Ich habe auch einen Unterstützer und so weiter bekommen. Allerdings kein Torpedo an der Molotow. Und dadurch auch kein weiterer Schaden. Schade. So, zweiter Nieser. Diesmal ganz laut und ganz groß. Noch größer. Ich habe gerade eine leichte Erkältung. Aber das tut ja nichts zur Sache. Einfach eine kurze Unterbrechung. Und dann gucken wir jetzt mal aufs Gameplay. Was sehen wir da? Genau, Bomber. Irgendwann zu seinem Zuschauermodus. Da fallen die Bomben. Mein Kommentar ist gleich vorbei. Und jetzt wieder zurück an dich, Vergangenheits-JY. Führe die Aufnahme zu Ende. So, da war ich kurz weg. Einmal kurz genießt und laut. Ja, nicht das ins Mikro rein. Die König da frisst. Ich habe mir gedacht, warum sollte ich die angreifen? Ich greife lieber die Molotow an. Allerdings die jetzt gleich auch von der Anschein getötet. Sehr schade für mich. Allerdings, naja. Man kann nicht alles haben. Noch ein Brand. Und da habe ich leider den Kill nicht bekommen. Auch für die König hat es nicht mehr gereicht. Da hatte ich zu wenig Zeit. Ich hätte die Bombe über den König kreisen lassen sollen. Also kein Kraken für mich. Allerdings 153.000 Schaden. Besser. Und das Gefecht ist jetzt vorbei. Das bedeutet, jetzt noch zum abschließenden Teil. So, das war's es jetzt mit dieser kleinen Einführung in das Thema Flugzeugträger. Ich hoffe, euch hat es gefallen und ich würde mich freuen, wenn ihr beim nächsten Mal wieder einschaltet. Beim nächsten Mal geht es dann um das genauere Lernen von manuellen Abwürfen und auch um den manuellen Angriff bei Jägern. Bis dahin, lasst krachen und ciao!